Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Damals, als das Internet noch neu war und wir noch nicht alle auf TikTok, Instagram und Twitter gechillt haben, da gab es eine Seite namens SchülerVZ ist einfach unnötig. Ja, die Zeit ist vorbei. Für die, die es nicht mitbekommen haben damals, Glück gehabt. Es ist euch, glaube ich, sehr, sehr viel Cringe erspart geblieben. Damals sahen Profile in sozialen Netzwerken noch so aus. Oh, cool. Und es gab ein Feature, was sich großer Beliebtheit erfreut hat, nämlich die Gruppen. Man konnte reingehen und im Profil wurden die dann angezeigt. Mehr konnten die auch einfach nicht. Und dabei haben sich 12-Jährige auch humortechnisch richtig ausgelebt. Oder, um es mit anderen Worten zu sagen, das war Cringe. Du denkst auch, Zitronenfalter falten Zitronen. Ah, oh, da wurde aber auch ordentlich ausgeteilt. Ah, was ein Diss. Ah, ich kann mich davon nicht erholen. Ich glaube, alle waren nicht frei davon, mit 12 einfach ein bisschen zu edgy zu sein. Und natürlich hat man das Leben einfach verstanden, alle anderen nicht. Fun Fact, das mit den Zitronenfaltern stimmt gar nicht. Die falten gar nicht Zitronen. Aber, damit wir hier noch was lernen. Etwa 7 Monate dauert der Winterschlaf des Zitronenfalters. Alter, ich sag zu oft Alter für mein Alter, Alter. Mega funny Gruppe und erinnert mich irgendwie so ein bisschen an das hier. Guck nicht, du würdest auch so abgehen, wenn dein Leben so geil wäre. Wow, 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 okay. Klingt ein bisschen, als würde deren Leben eigentlich den ganzen Tag so aussehen. Mein Lieber! Ich glaube, eigentlich bestand es aber hauptsächlich aus mit dem Einkaufswagen über einen Ikea-Parkplatz fahren. Aber diese leichte, passive Aggressivität, na klar, das wollte man ausdrücken, das wollte man den anderen nochmal ein bisschen mitgeben mit der Gruppe. Eine Cola bitte. Ist Pepsi okay? Ist Monopoly Geld okay? Ah, ich find's einfach so toll, wenn richtig alte Witze nochmal benutzt werden. Und ich könnte schwören, dass dieser Witz auch durch alle Instanzen gegangen ist. Facebook, Instagram, TikTok. Leute, denkt euch doch mal neue Witze aus. Ey, wenn ich jetzt gucken würde, wird's einen TikTok dazu geben mit genau dem Witz. Hey, can I have a Coke? Sure, ist Pepsi okay? Yes, can I pay with Monopoly Money? Danke, Theo, ich sag's ja nur. Ohne dich ist mein Leben so Doppelpunkt, Klammer auf. Selten habe ich eine traurigere Geschichte gehört. Es ist dramatisch. Oh Gott. Wahre Freunde sitzen im Knast neben dir und sagen, geile Aktion, Alter. Weiß ich nicht. Ob das gute Freunde wirklich ausmacht, wenn sie mit dir einfach Straftaten begehen? Ey, Bro, lass doch diese Bank ausrauben. Geile Aktion, Alter. Ist vielen Schülern damals ständig so passiert. Ich glaube, viele erinnern sich damals daran, dass Eltern gesagt haben, wenn der aus dem Fenster springt, springst du aber nicht hinterher. Ja, dieser Spruch ist das genaue Gegenteil davon. Vielleicht einfach ein bisschen weniger Straftaten begehen, gerade im Schulalter. Danke. In allen Fällen wird von Brandstiftungen ausgegangen, denen ein fragwürdiger TikTok-Trend zugrunde liegen soll. Menschen zünden ihre Schule an. Für TikTok-Likes. Wenn das Leben dich in die Knie zwingt, dann tanz Limbo. Bro, du bist 10. Was hat das Leben gemacht? Na klar, kann man als Kind auch teilweise schwere Schicksale haben, aber den meisten ging es, glaube ich, relativ gut in dem Alter. Im Vergleich zum Erwachsenenalter. Aber gut, dass diese Leute trotzdem das Leben einfach ausgelimbot haben. Ich kann meine ICQ-Nummer auswendig aufsagen. Ich auch. Immer noch. Ich drehe mein Kissen um, um auf der kalten Seite zu liegen. Wow, du machst ganz normale Sachen? Bin ich hier der Einzige im Raum, der immer trinkt, wenn er Durst hat? Ich glaube, ich bin der Einzige, der einfach immer an Türen zieht, an denen Drücken steht. Ich glaube, noch niemand hat erlebt, dass wenn man eingeschlafen ist, man dann im Halbschlaf denkt, man fällt und dann zuckt man so. Man ist halt einfach was ganz Besonderes. Wer mich in Jogginghose nicht mag, hat mich gestylt, nicht verdient. Hä? Also bei den meisten bestand der Style hauptsächlich zu der Zeit aus sehr, sehr viel Gel und Axe Dark Temptation. Und man sah ungefähr so aus. Na, mit so einem glitzernden Ohrring, wo noch so ein Funkeleffekt auf dem Foto drauf kann. Wer mag Menschen in Jogginghose nicht? Niemand verurteilt irgendwen, wenn er eine Jogginghose anhat. Nein, sie haben mich einfach nicht verdient. Hm? Brot kann schimmeln. Was kannst du? Schimmeln. Bitte nicht schubsen. Ich habe Joghurt im Rucksack. Ah, ein weiterer toller Gag, der durch alle Instanzen durchgebuttert wird und mittlerweile schon auf irgendwelchen komischen, kitschigen Tassen, T-Shirts und natürlich Turnbeuteln draufsteht. Was waren wir damals kreativ und einfallsreich und lustig vor allen Dingen. Ich freue mich, wenn irgendwann das nächste große Social-Media-Ding rauskommt und alle Gags, die auf allen anderen Plattformen waren, dann auch endlich da kommen. Ich schreibe nicht zurück, obwohl ich on bin. Na, merkst du was? Bro,
Okay. Warum so aggressiv? Warum diese passive Aggressivität? Ich weiß, als Teenager hasst man meistens alle anderen Menschen. Aber rückblickend ist das, glaube ich, gar nicht so cool. Ja, okay, du magst mich nicht. Alles klar, dann schreib nicht zurück, okay? Und die arme andere Person, die versucht hat, sich hier eine Freundschaft aufzubauen. Zerstört. Hier, eine Tüte Mitleid. Ups, verschüttet. Was? Chill, Bro, chill. Bleib bisschen unten. Damals hat man sich natürlich auch sehr cool gefühlt, wenn man sich die Kapuze aufgesetzt hat und sehr harte Musik gehört hat. Muss man deswegen Arschloch zu allen sein? Ich weiß es nicht. Viele waren damals in diesen Gruppen drin und manche konnten das einfach immer noch nicht ablegen. Ey, sag mal Klettergerüst. Sag mal kurz Gurke. Gurke. Du Hure. Ich sag hier besser überhaupt nichts mehr. Falls ihr das Ganze noch kennt, schreibt mir gerne in die Kommentare, in welchen Gruppen ihr damals drin wart und wie ihr rückblickend das Ganze bewerten würdet. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.